Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Mod-Vorstellung. Ja, ich bin direkt von der Welker Farm, wie versprochen, hierher gefahren, denn wir wollen uns ja mal angucken. Und zwar geht es in die Großtraktorenregion. Ich habe hier nämlich einen Big Bad runtergeladen. Hier der Originale, oder was heißt Originale, aber den sonst mal ja. Der kostet 405.000 Dollar. Das ist der 747. Den gibt es hier nochmal ein bisschen aufgetunt, ein bisschen verändert. Wie gesagt, der hat ja original jetzt auch, also wirklich in echt, diese Goodyear Titan-Reifen bekommen, weil die alten waren halt älter als alles andere, was es überhaupt gab auf der Welt. Steinhart, ultraporös, nicht fahrbar. Ihr habt keine Reifen für die Karre. Jetzt gibt es welche, haben sie rangebaut. Gut, wie kann man so ja bei der Welker Farm direkt selber auf den Channel gucken, irgendwo. Jedenfalls gibt es diese Gerät wirklich mit den Rädern und den gucken wir uns heute mal an. Weil der hat hier Motorsound, der ist billiger als der andere. Finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Man kann leider nichts weiter verändern, außer hier die Radreifenkombination, ne? Aber wir sind ja nicht nur deswegen hergekommen. Ich habe ja nämlich noch anderen Krempel. Und zwar LKWs haben wir hier alle schon durch. Hab aber was gefunden, was ich interessant fand, und das gucken wir uns jetzt mal an. Denn hier hinten, also wirklich hier ganz hinten, hier, guck mal hier, ein alter Volvo. Ein FH12. Ja. Hier kann man leider nichts verändern. Ja, nichts. Ich habe keine Ahnung, von welchem Spiel der kommt. Vielleicht aus dem ETS oder ETS2 oder so. Der scheint viele Details zu haben. Gucken wir uns einfach mal an. Das hier ist The Black One. Also wir können ja die Farbe leider nicht verändern. Auspuff ist auch schwarz. Ja. Ist zwar ganz schön doll viel teuer, aber wir gucken einfach mal, was der kann. So, nehmen wir uns mal den. Und dann hätte ich noch was aus der Ballenregion. Und zwar einen Ballenanhänger, der mir eigentlich sehr zusagt. Hier, der hier. Der Ballenwagen von Lizard. Ist ziemlich unspektakulär. Texturentechnisch jetzt nicht so der Oberhammer. Sieht auch wie selber gebaut, wie so ein komischer. Na, dem einen oder anderen werden vielleicht da irgendwelche Tische und Stühle aus der Schule einfallen, mit dieser Holzplatte und diesem komischen bunt lackierten Rahmen. Soweit in der Art. Also, das war gleich meine erste Intention, wo ich das Ding hier gesehen habe. Und wir können mal gucken, was können wir denn hier machen. Also wir haben hier Trelleborg und Mitas und Nokian als Reifenhersteller. Wir können hier groß und klein die Reifenwahl machen. Trelleborg ist hier so Ackerbereifung und Mitas bisschen grobstöllere Ackerbereifung. Dann können wir hier noch die Achsenanzahl ändern. Zwei Achsen oder drei Achsen. Ist ein Drehschimmel. Wir können hinten leider nichts anhängen. Und der hat kein Autoload. Das kann ich schon mal sagen. Wir können hier 28 Ballen raufladen. Ich kann euch sagen, man kann mehr raufladen. Wir gucken uns den mal an. Warte mal, wir nehmen den. Nur doch so mit drei Achsen und den Nokian-Reifen. Denn der ist, habe ich rausgefunden, durch Spielen und Probieren und ziemlich gut finden, ist der Anhänger nämlich gut in Verbindung mit. Na, wo ist er denn? Bob, gerät diese. Oh ja. Wir nehmen den einfach mal so, weil, wie gesagt, wir wollen mal ausprobieren. Ich möchte euch das gerne zeigen, aber wir gucken uns jetzt erstmal den Big Bud an. Wir haben ja leichte Ruckler, kein Problem. Ich mag die Karre. Ne? Also, ich spiele den eigentlich sehr selten, weil viel zu groß, mega unpraktisch, weil das Ding braucht ja hier einen eigenen Flugplatz zum Hin- und Herfahren, rangieren. Alle runden Teile sind hier recht eckig gehalten. Aber sind da. Ne? Der Krümmer, der ist auch wie aus Lego gebaut hier. Aber okay. Von außen ist er hübsch. Auf jeden Fall. Also texturentechnisch und hier Detailgrad. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Und hier, das ist echt. Also wirklich, ne? Ich kann euch nur empfehlen, guckt euch das an. Auf der Welker Farm. Hier, also auf dem Welker-Kanal, jetzt in echt bei YouTube. Wo das Ding neue Reifen kriegt, die haben sie mit einem Tieflader angeschleppt, mit einem Rad, mit einem Gabelstapler montiert. Ja, ist schon was.
Schon ganz schön nett Viech, ne? Wenn man hier hochfährt, so. Auspuffanlage, Luftfilter. Beide Seiten gleich. Ja, der Stuhl ist zum Drehen, sehe ich gerade. Genau. Das Ding gibt es nämlich auch in Montana und die Welker Farm ist auch in Montana. Ich sehe gerade, der Innenraum hat ein übelst krasses, hohe Texturen. Oh ja. Oh doch, das ist hübsch. Schön gemacht. Der Shader Cache muss auch laden, deswegen haben wir hier leichte Ruckler, weil ich bin direkt von der Welker Farm ohne Quatsch hierher. Die Folge, die heute kam, die kam bei mir auch. Also, ich habe die echt, ne, beendet und ab nach dem Shop drinne rein, um euch das Ding hier zu zeigen. Wir starten mal. Schön. Wenn wir Licht einschalten, geht am Tacho auch Licht an. Irgendwie immer raus. Ich mache nochmal aus und starte nochmal. Doch, das könnte mir gefallen, glaube ich. Licht haben wir die. Dann geht hinten noch Arbeitsscheinwerfer an und dann geht vorne die anderen Scheinwerfer mit an und dann machen wir wieder aus. Ach, schön. Alter Vater. Also Reifenbreite ist ja bald mehr wie Fahrzeuglänge. Das kommt mir aber vor, wie schnell jetzt 32 km/h. Also irgendwie fährt er recht flott. Wobei ich mir vorstellen könnte, bei Vollgas wird der ganz schön Radau machen. Und das ist ein sehr drehzahlfreudiger der Dieselmotor anscheinend. Vor allem der fährt echt nicht schnell, braucht aber viel Leistung. Ne? Der Getriebe wird so untersetzt sein bei dem Ding, ja, der Wahnsinn. Ja, aber er sieht schon sehr, sehr, sehr merkwürdig aus mit der breiten Zwillingsbereifung. Ich glaube, der wird vielleicht wirklich den Weg zur Waker Farm finden. Ja, müssen wir mal gucken. Aber auf den ersten Eindruck, ja, nicht so verkehrt. So was steht hier noch? Okay. Cooles Ding, also optisch auf jeden Fall, hier gefällt er mir sehr. Ich würde mir gerne noch mehr Big Bad wünschen für den LS19, weil im 17er Jahr habt welche, die hätte ich im 19er auch wieder, gibt es leider nicht, aber was willst du machen? So, wir gucken uns den LKW an. So wie ich sehe, hat der Original schon Licht an. Boah, ist mattschwarz, hat einen Lampenbügel vorne am Kühlergrill, hat einen Steinschlagschutz für die Frontscheibe mit Zusatzscheinwerfer dran. Unten hat er Spritzlappen, die gelben Nebler leuchten permanent. Texturentechnisch. Ja, vielleicht nicht ohne Grund mattschwarz. Der könnte vielleicht wirklich aus dem Euro Truck Simulator stammen oder so. Hinten großen Schmutzfänger dran. Sattelplatte. Ja, die Abdeckung ist höher, oder? Okay. Wir sollten vielleicht mal einen Sattel dazu nehmen, dass wir ungefähr sehen können, wie denn das in Verband aussieht, oder? Was nehmen wir da schön? Wir nehmen mal hier die Mulde. Oder die nehmen wir einfach mal so oder machen wir mal so und dann hängen wir den da mal ran, um zu gucken, wie das denn miteinander aussieht. Von außen Details hat er leider texturentechnisch nicht so geil, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Aber hey, na, wir gucken uns den mal an. Vielleicht kann der ja was. Dann entschuldigt sich das doch wieder. Hinten das Emblem an der Rückwand ist ja nicht so hässlich. Dachgepäckträger hat er mit allerlei Krempel. Ja, Werkzeugkisten, Holzkisten, Kanister und eine Axt und eine Schaufel. Sehr schön. Wir steigen mal ein. Oh, wir haben eine verdammt weit rausgezoomte Kameraposition beim Einsteigen. Ah, der hat oben drauf noch Lampenbügel. Wir starten mal. Okay. Licht, Alter.
Oh, Licht hat er aber viel. Rundumleuchten hat er. Alter, krass, ein LED-Balken oben drauf. Schön. So, wir schauen mal rein. Ah, ja, schade, 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 schade. Also, Tacho ist so nett. Ja, Longhorn mit einem Hut, alles klar. Dufterfrischer vom Poppy. Ja, eine Funke. Ein Frontscheibenschal, der, ja, könnte noch ein bisschen Stoff hier brauchen. Also rot ist so sein Ding anscheinend. Aber komm, wir fahren mal eine Runde. Hat aber einen ganz vernünftigen... Hat einen schön kleinen Wenderadius. Hat vorne auch verdammt breite Reifen drauf. Das ist ein deutlicher Pluspunkt für das Modell. Das macht ihn ein bisschen hübscher. So, wir gucken mal, wie das mit der Ankuppelbarkeit ist von dem Auflieger hier. Motorensound geht. Ist in Ordnung. So, mal gucken. Kriegen wir den hier ran? Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Da hängt der Auflieger mit seinem Königsbolzen in der Luft über der Sattelkupplung. Sehr schade. Okay, wer drüber hinwegschauen kann, glaube ich, für den ist es vielleicht ein hübsches Modell, wer auf so einem schwarzen Gerät steht. Achso, die Mulde übrigens ist auch irgendein Mod. Hatte ich schon mal im Little Norton Let's Play gezeigt. Deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Okay. Ja, Motorklang ist in Ordnung. Hätte der eine geilere Textur, wäre das kein schlechtes Modell, ne? Also innen drin eine Katastrophe, aber von außen, ja, geht. Wie gesagt, ich wollte mir den mal angucken. Ich habe mir noch keine Meinung dazu gemacht. Ich habe mir den vorher auch noch nicht angeschaut. Ihr habt, wie gesagt, ich habe den nur runtergeladen und das war's denn. Weil eigentlich mag ich ja die alten Dinger. So, wenn er hier so steht, sieht er ja nicht so schlecht aus, ne? So, wir gucken mal weiter. Den Anhänger wollte ich euch nämlich noch zeigen. Der funktioniert nämlich einwandfrei in Verbindung mit dem Ural hier. Da hole ich mal eine Runde Quaderballen und dann laden wir die mal auf, weil den kann man einwandfrei zum Ballen abfahren benutzen. So, hier passt nämlich 12 Stück rauf und wenn wir den jetzt ankuppeln hinten, passt der da schon mal gut ran. So, dann ziehen wir mal gerade, weil der muss schon gerade hinterm LKW stehen. Und mal, fahren wir nochmal eine Runde rum. Hier vorne sieht man gleich mit der Stirnwand von dem Anhänger und den überstehenden Quaderballen wird es beim Lenken schon recht interessant mit Kollision, dass sie sich da echt gerne connecten und so. Aber das geht. So, jetzt stehen wir hier relativ gerade. Wenn ich dann jetzt vom LKW die Abladeposition nach hinten wähle, guck mal, dann steht der Anhänger perfekt in der Markierung. Aber sowas von perfekt, oder? Jetzt kann ich nämlich hier schön überladen. Zack, und schon liegen die da komplett drin. Vorne, hinten an der Stirnwand. Ohne Quatsch, Leute, wenn man das Ding jetzt nochmal mit einer anderen Lackierung machen könnte, auch in... hier Armeegrün oder so und die Felgen vielleicht schwarz, den Rahmen schwarz, dann werdet der perfekte Anhänger für diesen Ural. Guck mal hier, die Drehschemeldeichsel, die hängt komplett in der Waage. Hat leider keine Schläuche und keine Leitung animiert, aber hey, na? Ist doch mal übelst geil. So, und dann können wir den hier abhängen. Warte mal, wir können hier vorher aber auch noch Gotoro machen, dann können die Ballen nicht mehr weg. Und wenn wir jetzt nochmal eine zweite Ladung holen und den anhängen, dann kann man hier schön mit 24 Quaderballen verkaufen fahren. Zeige ich euch mal. So, wenn ich den jetzt nämlich hier hinten anhänge, dann haben wir einen Anhänger voll mit Ballen und wir haben den LKW voll und können hier schön entspannt, geschmeidig alles wegbringen. Ist eine ganz feine Sache, finde ich. Und die gleiche funktioniert mit Rundballen. Funktioniert mit Rundballen, muss ich ehrlich gesagt sagen, noch besser. Aber mit Quaderballen kann man theoretisch Doppelstock machen. Also man kann auf die bestehende Ladung nochmal oben in den Ruf packen. Das probieren wir mal. Dafür müssen wir den Hänger mal abhängen.
Autolaut mit dem LKW, wenn der Anhänger dahinter ist, könnte interessant werden, weil wenn man nämlich die Autolaut-Funktion vom LKW anschaltet, greift er sich die Ballen, die auf dem Anhänger sind, auf den LKW rauf. Und dann könnte er alles immer von vorne machen. Der fängt immer ein bisschen Abstand beim Einsammeln. So, jetzt hat er die. Und dann können wir jetzt hier die Abladeposition nochmal auf dem Anhänger wählen. Und da die hinten schon angegotet sind, sollte er die theoretisch... Warte mal, wir goten mal ab. Und jetzt sollte er die theoretisch oben raufpacken. Block. Ja, Vorführeffekt, der hat das in unten drunter geschmissen. Das passiert leider manchmal, aber man kann hier auch Doppelstockbeladung machen. Ne? Guck mal, so von hier sieht es denn so aus. Funktioniert. Ja. Und die gleiche zeige ich euch jetzt nochmal mit Rundballen. Und dann, ja, mal gucken. So, der gleiche machen wir jetzt mal mit die Rundballen. Also der LKW macht eigentlich mehr Sinn, damit Rundballen abzutransportieren, weil hier passen einfach mal 18 Stück ruf und von den Quaderballen nur 12. Macht also unterm Strich mehr Sinn, man kriegt irgendwie mehr weg. Beim Verkaufen macht das halt auch mehr Sinn, weil man kann halt viel mehr Geld damit verdienen. So, und wir machen hier wieder die Abladefunktion nach hinten. Wie gesagt, man kann auch von der Seite beladen, aber von hinten ist es halt, ich denke mal, mehr durch Zufall übelst genau und die liegen da halt voll drin, da wo sie hin sollen. Ne? So, wir fahren hier wieder ran. Wird möglichst schön gerade. So, fahren so ein Stückchen nach vorne, damit der Anhänger hinterherläuft. Vernünftig. Okay, ist nicht vernünftig. Wir machen mal vernünftig. So, jetzt läuft er direkt hinterher. So, und wenn wir hier wieder auf Abladen drücken. Zack. Hallo? Ah. Dann packt er die hinten ruf. Dann können wir die angoten. Ist doch super, oder? Die können nicht wegfallen, weil vorne hinten ist eine Bordwand dran. Wenn wir jetzt den LKW nochmal vollpacken mit Quaderballen oder mit Rundballen, je nachdem, kriegt man hier ordentlich weit weg. Ist schon echt eine schöne Sache. Also der Anhänger hier fällt mir wirklich. Der passt, wie gesagt, perfekt zu dem Ural. Dann macht das Auto-Load, vor allem mit Überladen auf den anderen Fahrzeug, irgendwie nochmal ein bisschen mehr Spaß. Und ja. Aber das soll für heute gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr den haben wollt, den Big Butt gibt es im originalen Modhub, was man auch vom Spiel aus, wo man da zugreifen kann. Den Anhänger, den gibt es bei modhub.us. Ja, und den Ural und den der Volvo, glaube ich, auch. Der LKW ist auch von modhub.us und den Ural, ja, den gibt es vielleicht auch im Modhub im Originalen, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich mache euch wieder die Seiten unten in der Videobeschreibung drin. Könnt ihr mal durchgucken. Gebt einfach ein Volvo FH oder was. Oder Ballenwagen, theoretisch. Werdet ihr das finden. Ne? Ihr seid ja nicht von gestern. Also, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Rinnihauen.